Hallo Birgit Stein, schön, dass du hier bist. Ja, toll. Also wir haben heute das Thema Flirten auf dem Oktoberfest. Okay. Du bist ja eine Welt von Frau, haben uns schon in Los Angeles, in Berlin, überall sonst gesehen, kennst dich aus. Wo ist denn da der Unterschied zwischen den Männern? Naja, sagen wir es mal so, je mehr der Alkoholpegel steigt, desto forscher und frecher sind die Buben. Aber ich glaube, auf dem Oktoberfest stehen sich da auch die Mädels nicht so nach. Da gibt es, glaube ich, kaum Unterschied, außer dass die Damen vielleicht nicht gleich so reinspringen und das eindeutige Angebot machen. Das geht dann bei den Männern hier dann doch sehr schnell mit der Eindeutigkeit. Was war denn so der schlechteste Anmachspruch, den du bis jetzt auf der Wiesn gehört hast? Also ehrlich gesagt, ich war eingeladen bei Werner Baldessarini und Katrin Baldessarini am Eröffnungsabend. Das waren alles nur geladene Gäste, da gibt es keine Anmachsprüche, weil ich war ja mit geladenen Gästen zusammen, da kann sich jeder benehmen. Und deswegen gab es da noch keinen üblen Spruch für mich. Was ist denn so der Unterschied zwischen Prominenten jetzt hier so im Käfer und ganz normalen? Flirtet man da anders? Naja, das sind ja hier alles geladene Gäste. Das ist jetzt was anderes, als wenn man so mittendrin in irgendeinem Zelt ist, wo die Männer einfach auf der Suche sind und auf der Pirsch sind. Aber die trinken doch auch ein paar Masse. Und wenn sie dann schon drei oder vier getrunken haben, dann wird es doch auch ziemlich fröhlich. Und, ja, aber das sind ja hier meistens dann doch Pärchen. Ist es so? Ja, habe ich so den Eindruck. Was würdest du machen, wenn du jetzt hier einen richtig schönen Mann sehen würdest und Single wärst? Was macht da eine Frau? Eine Frau, die in der ganzen Welt schon war, sich, glaube ich, sehr gut auskennt. Gibt es da bestimmte Flirtsignale? Naja, sagen wir es mal so, ich bin ja sehr frei raus. Ich würde dann aber sagen, na, du bist aber ein Süßer. Lass uns doch mal eine Maß zusammen trinken. Also ganz direkt? Ja, logisch, immer ran an die Buletten. Das ist ja echt toll, finde ich echt sehr. Ich finde, das trauen sich viel zu wenig Frauen. Das ist ja, weil sie alle einen Stock im Rücken haben, weil sie meinen, da verkaufe ich mich jetzt unter meinem Preis oder unter meinem Wert. Und, oh, lass den Mann das übernehmen. Das ist alles Schnee von gestern. Oh, endlich, danke, lieber Gott, eine Frau, die das sagt und nicht nur denkt, was ich schon so lange irgendwie hören wollte. Birgit, du bist ein Schatz. Du rettest mir den Abend. Das ist so schön. Ich muss einfach auch sagen, na, wollen wir unterm Dirndl jodeln? Wollen wir unterm Dirndl jodeln? Ja. Ist ja sensationell. Ja. Also da gehst du wirklich so ran und es kommt dann auch gut an. Also, ja, logisch, die Männer lieben das. Das sage ich eben auch immer. Die Frauen trauen sich nur nicht. Ja, logisch. Und wie machst du das, weil du natürlich jetzt auch diese Freiheit als Schauspielerin irgendwie hast, in der ganzen Welt warst, ja, schon viel erlebt hast. Ist man dann irgendwie mutiger, weil sonst, wie du schon so schön sagst, viele Münchner Damen und so, die sind ja da eher so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Ja. Ach Gott, ich denke einfach, wenn man gleich sagt, was man will oder was man denkt, dann hat man im Prinzip, es ist einfacher im Leben, als wenn man nochmal um heißen Brei herumredet. Also der Mann tut gut daran, bei dir gleich hinzugehen und zu sagen, hey Birgit, du bist echt eine richtig heiße Schnecke, oder? Genau, kannst also, du ruhig aus Schnecke, kann er ruhig auch sagen. Also gleich? Ja, voll auf die 12. Volle Bulle? Ist das jetzt nur bei der Wiesn oder auf nee, generell? Ja. Das kommt bei dir gut an? Ach ja, diese ganzen Taktiken nach dem Motto, oh, jetzt rufe ich sie erstmal eine Woche nicht an, weil ich mache mich jetzt rar, Taktik, ja, das finde ich alles albern. Das finde ich einfach Kindergarten. Und was sagst du zu den Männern, die sich einfach nicht trauen, eine Frau anzusprechen? Naja, wenn mir jemand gefällt und derjenige würde sich nicht trauen, dann gehe ich halt und mache selber die Initiative. Also du greifst Initiative. Na locker. Das ist so toll. Birgit, jetzt nochmal ganz kurz zu deinen Projekten gerade. Ja? Wir wollen ja auch ein bisschen hier inhaltliche Ebenen, nicht nur das Flirten auf der Wiesn, was natürlich dazugehört, aber wir wollen jetzt so ein bisschen auch erfahren, was machst du gerade, was drehst du gerade. Ich glaube sogar, du hast mir mal erzählt, dass du sogar Regie geführt hast. Ja, ich habe produziert und Regie geführt bei einem Projekt, wo ich auch das Drehbuch geschrieben habe, das kommt jetzt auf DVD raus, ohne Gnade, kommt im November als DVD raus und kannst dich drauf freuen, mit Helge Schneider, Thomas Heinze, Tom Gerhardt, Rolf Zacher, Gideon Burkhardt, Christoph im Ort, Jan Fedder, Jürgen Bochnow, Ralf Richter und. Um was geht's da, ganz kurz?
Eine Mutter muss unter Schock feststellen, dass ihre zwei Töchter es der Männerwelt mal so richtig heimzahlen wollen, um am Ende festzustellen, dass sie kein Stück besser sind als der letzte Macho weit und breit. Ist da so ein bisschen Autobiografie drin? Hast du da irgendwas bearbeitet? Ja, doch schon. Ich bin auch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester alleine groß geworden und ohne Vater. Und wir sind viel von den Männern enttäuscht worden und das Ganze ist einfach das auf die Schippe genommen. Die Mädels lassen sich jetzt einfach nicht gefallen. Die drehen den Spieß einfach mal um und zocken die Männer ab. Aber nur die Dreck am Stecken haben. Aber hat man da manchmal auch so ein bisschen Männerhass? Nein, überhaupt keinen Männerhass, überhaupt nicht. Gibt die tollsten Männer auf der Welt. Nur die Weiber, die immer nur rumheulen, dass die Männer fremdgehen und so weiter. Das sagen Mädels, hört auf rumzuheulen. Macht's machen halt die ja genauso. Genau, ihr seid auch kein Stück besser. Habt ihr das gehört, Mädels? Ihr seid kein Stück besser. Sagt Birgit Steiner auch. Genau. Danke dir. Bitteschön.